Ich gebe gerade meine Essensbestellung auf. Ah, was gibt's denn? Warte. Also, ich habe mir gerade von Frutschers zwei Sandwiches gewünscht. Mit einer mittleren Pommes und ein bisschen Gurkensalat. Ja, ich würde jetzt die Zeit stoppen, weil sie wie lange er braucht, sonst musst du nicht zahlen. Willkommen zurück. Das größere Problem liegt daran, dass Frutschers kein scheinbar sein Handy aus hat. Beziehungsweise nicht wieder aufgeladen hat. Nicht wieder angemacht hat. Das ist schlecht. Ja, aber der Akku vorhin leer war. Ich hab's gerade vergessen. Ich hätte gern Chicken Nuggets. Ja, Frisches, wenn du es hörst, bitte kannst du langsam mit Essen anfangen. Mittlere Pommes, zwei Sandwiches, Gurkensalat. In 5 Minuten, bitte. Nein, Quatsch! Das geht Zeit! Aber Chicken Nuggets wären auch geil. Hätte ich auch gerne. Aber haben wir leider nicht mehr. Wir haben Minischnitzel. Oh. Minischnitzel. Morgen gibt's Cordon Bleu. Frisches hat extra für mich Cordon Bleu mitgebracht. Ja, ich überlege gerade, was ich morgen esse, aber. Cordon Bleu. Im Endeffekt habe ich. Nein, das esse ich nicht. Ich könnte mir. Aber vielleicht esse ich Schnitzel. Ja, an nichts. Alles gut. Schnitzel. Was ist Schnitzel? Genau deswegen kam ich da gerade drauf, also dass ich angefangen habe zu lachen. Frau LP, sind Sie bereit, oder? Scheiße, ja. Also ich bin bereit. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Machst du heute Party? Machst du heute Party? War das SpongeBob? Ja, das war SpongeBob. Wo Mr. Krabs unbedingt hip sein wollte. Ah, okay. Und dann ging er auf die Folge kenne ich sogar mal. Dann ging er mit ihnen auf die Höschenjagd. Oh. Okay. Nee, wirklich, das. Also ich kenne nicht viele Folgen, weil SpongeBob war so gar nicht meins. Aber ich weiß noch das mit den Haken. Ja, das war eine Folge über, also, Drogensucht, wenn man möchte, oder Abhängigkeit. Und die Folge, wo SpongeBob, glaube ich, zu einer Schnecke wurde. Da kann ich mich nicht erinnern, aber ich könnte. Das Futter von. Oh Gott, wie hieß die Schnecke? Gary. Ah, okay. Gary. Von Gary gegessen hat und. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin war. Auf jeden Fall ist er dann selber zu so einer Schnecke geworden und die haben dann nachts um die Wette miaut. Okay, da kann ich mich erinnern. Ich nicht. Und ich glaube, Thaddeus wurde vom Zaun gepfeffert, weil er so schlecht miaut hat. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, das sind so die einzigen drei Sachen, an die ich mich erinnern kann. Aber auch nur, weil diese Folgen so oft liefen damals. Ansonsten, ich hab nie SpongeBob großartig geguckt. Das war immer so die Notlösung. Kennst du die Folge, wo mit den Schimpfwörtern? Oh Gott, weiß ich nicht. Okay, also es ging halt, also im Endeffekt ging es darum, dass SpongeBob, also die Schimpfwörter in Bikini Bottom sind halt so Meereslaute, sowas wie dieses Delfin-Geklapper, also dieses. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Doch, ich glaube, vage erinnere ich. Und im Endeffekt ging es darum, dass SpongeBob und Patrick die Dornen benutzen und alle deswegen angepisst waren. Weil. Okay. Weil die beiden halt alle beleidigt haben im Endeffekt. Oh Mann. Ohne es zu wollen, aber sie haben es halt trotzdem getan, weil sie kleine Kinder sind. Ja. Erinnere ich mich ganz, ganz vage dran. Sprithimmel. Oh. Tachchen. Der Sprithimmel. Jackie. Hallo. Und Chicken Nuggets. Du solltest vielleicht den Generator machen, Junge. Ja, lass mich eben kurz, dass sich mein Rechner hier auskotzt. Bringt das nichts. Ich höre schon wieder Zombies. Ich höre schon wieder Nemesis. Ja, ist er das wieder? Ja. Ja, wenn es Zombies gibt, dann gibt es auch Nemesis. Ich habe noch keinen Zombie, gibt's keinen. Der ist in der Nähe, toll. Ich weiß gar nicht, ob die Zombies. Nee, da ist er. Also die Zombies werden, glaube ich, nur bei Nemesis sein. Schätze ich mal. Lass mich in Ruhe, Nami.
Ja, er ist direkt daneben. Er ist hinter Zero. Ja, ist hinter mir ja mal wieder. Wieder renne ich als erstes in den Keller. Mein nee, Glück eigentlich ist es auch Kajas Aufgabe. Eigentlich ist das mein Part. Zero, stell mir meine Aufgabe nicht. Ich stehle dir aber gerne Aufgaben, denn Aufgaben zu stehlen ist Spaß, ey. Ich bin in einem Blut und mute wieder. Mach das! Oh, der hat mich getroffen. Ich bin infiziert. Mach ich armer Tropf. Dann bleib mal bloß weg. Corona hat mich erwischt. Oh nein, er hat mich. Oh ja, das wäre geil. Hätte ich auch gerne. Hätte ich auch gerne. Was? Corona? Nein, es geht hier ums Essen. Sag mal, so. Könntest du weiterlaufen? Nee, Zombie. Oh, ja, der... Ja, mir ist gerade aufgefallen, er nimmt dich nicht über die Schulter, er nimmt dich, die anderen Kinder nehmen ja dich über die Schulter. Ja. Aber Nemesis, er hängt, nimmt dich einfach als, Handtasche unter den Arm. Stimmt. Ja, er kann es sich auch erlauben. So, das ist jetzt meine neueste Handtasche, Edition Bill Overbeck. Nein! Nein! Wie ist er denn hinter dir her? Was? Nein, bitte denk dran, der Impfstoff ist begrenzt. Ich weiß. Hey, hey, Will, warte auf mich. Nein! Was schon? Ja, Alter, was lässt du mich da schon wieder liegen? Soll ich dir helfen? Ja, warte. Aua. Ich hasse Killer, die mich liegen lassen. So. Bei erstes Date so. Killer lässt dich liegen. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Ja, das denke ich mir auch gerade. Okay, renn mir lieber. Weg! Nein, nein! Tu ich doch gerade. Nein, nein, nein! Wir sind einfach alle auf denselben Platz. Bobby, das habe ich nicht gesagt. Ah, Schnitzel. Jetzt hat er mich natürlich auch amüsiert. Also. Verpisst euch alle, die hier leben, verpisst euch aus dem Gebiet. Gute Idee. Kein Problem. Wenn ich wieder geheilt bin. Oder nee. Ja, hättest du dich vom Date gewaschen, würde er dich auch nicht liegen lassen. Alter. Alter, ja. Ich bade mich von einem Date extra 10 Wochen lang nicht. Damit es gut wird, das Date. Weißt Warum? Du? Warum? Inwiefern hilft ihm das dem Date? Naja, das bringt die Hormone noch mal so ein bisschen in Wallung. Verhormone. Ja, ich meine, damit man erst recht anfängt, damit es gut läuft, weißt du? Damit man mehr Zweisamkeit hat. Damit Mami und Papi sich ganz doll lieb haben. Ja. Ich meine, so, du hattest doch vorhin gefragt, verpiss dich. Entschuldigung, dass ich halt liegen lassen. Oh, er hat mich gesehen. Toll. Ich denke nur an euer Wohl. Ja, ich wollte eigentlich auch gar nicht hier sein. Ich wollte eigentlich den. Ich meinte tatsächlich nicht. Ich meinte gerade, Digi, weiß denn nicht, wie der heißt, er stirbt immer wegen mir. Nein. Aber Nemesis ist wirklich noch etwas überpowered, wie ich finde. Ack. Ja. Finde Hilfe. Leute, ich brauche Hilfe. Oh Gott, finde Hilfe. Gibt's dafür eine App? Ist er bei dir oder ist er weg? Bei mir ist er nicht. Ich glaube, er ist bei mir. Er ist bei mir hier beim Shop. So, dann zerstöre ich meine Tote. Ah ja. Im Übrigen, ich finde es immer sehr witzig, wie man sich versucht rauszuwinden. Das sieht immer so aus, als ob ein Kind einen Anfall hat. So mit den Armen und Beinen rumwedeln. Okay. Ja, ich bin im Keller, also. Das ist wirklich auch die Scheiße. Ja. Wenn ihr mich retten wollt, macht das, wenn nicht, dann. Ne. Ich versuch's.
Der ist bei mir. Komm, wir sind im Ofen. Sehr gut. Ja, komm her. Oh, danke, Jake. Ich lenke ihn ein bisschen ab. Warte, soll ich. Bist du angeschlagen oder? Ich bin angeschlagen, ja. Okay, dann heile ich dich gleich mal lieber. Violett, nein. Was? Nee, musste ja gar nicht. Also, niemand. Also, ich bin schon bereit. Na, abgelehnt. Freiwillig. Oh, ich werde mal angehängt. Danke. Nett. Willst du mich jetzt heilen? Ja. Danach sollten wir mal sehen, dass wir vor Violett. Ah, du, deine Heilung ist auf jeden Fall schnell. Verdammt! Entschuldigung, ich wollte dir nichts kaputt machen. Ich wollte dir nichts kaputt machen. Ich bin ein alter Mann. Ich wollte dir zwar helfen, aber ich wollte dir nicht den Arm brechen. Okay, weg. Gute Idee. Let's go. Okay, er ist hinter mir her, das ist gut. Ich werde nur so versuchen, von dir wegzufahren. Hoppala, haha. Damit hast du nicht gerechnet, alter Mann. Das Gute an Jill ist, dadurch, dass ich, dadurch, dass ich einen gewissen Perk drin habe, ist bei mir schon 20% geheilt. Lass mich in Ruhe, ach, du so, blödes sorry. Viech. Jetzt habe ich den beinahe vergessen, ja. Beinahe vergessen, den selber zu heilen. Ah. Komm, Zombie, da kommt, Zombie, da kommt, Zombie, da kommt, Zombie. Da ist der Killer, da ist der Killer, da ist der Killer, da ist der Killer. Okay, vergesst es, ich bin wieder raus. Ja, Junge, ich seh's, aber... Ich glaube, hier noch spiele ich noch eine Runde und dann mache ich mal ein bisschen früher Schluss. Okay. Jo. Ich werde Kaya noch weiter dazu nötigen, Dead by Daylight zu spielen. Neues. Apropos Kaya. Er ist ja vertraglich verpflichtet. Was denn? Hattest du jetzt FF14 schon runtergeladen, oder? Nee, noch nicht. Muss ich in der Tat... Oh, scheiße. Weil... ich ja gestern auf dich gewartet habe und da ja nichts kam, deswegen. Muss ich in der Tat noch machen. Deswegen dachte ich, ich frage mal nach. Ja, alles gut. Ja. Ich kann nicht dann bei Zeiten retten, ich bin hier im Spind. Im Spind. Da ist sie ganz geschwind. Gut. Im Spind. Je nachdem, wo er dich jetzt natürlich hinkriegt. Hey Leute, ich habe einen eine Opfergabe gefunden, die uns die Chance erhöht, zum Raccoon City Police Department geschickt zu werden. Ui. Werde ich mal gleich einsetzen. Also ich kenne die Map tatsächlich. Die ist cool. Die ist echt cool gemacht. Nice. Dann machen wir das doch. Nice. Siehst du ihn noch irgendwo? Nee. Dann betreue ich dir jetzt mal. Dankeschön. So, bitte? 38. Mach mal mir nach. Ja. Kann ich dich einmal heilen? Ja. Heile machen. Mhm. Mach mal heile. Da pustest du und da fliegt's. Da fliegt's, genau. So, da ist das Aua weg. So ungefähr. Da fliegt das Aua. Da fliegt das Aua. Bye bye, Aua. Gott, ich hab ihn gesehen. Ja, ich höre ihn. Ah, ja, ich sehe ihn. Ja. Du siehst mich nicht, ich bin ein Pilz. Oh, Drogen, yay! Nein. Nicht die Drogen, nicht diese Pilze. Rettest du ihn oder? Okay. Ich bin gerade auf geheimer Rettungsmission. Gut. Wir haben Sio verloren. Okay, ich hör auf. Ich bin da komm. Ich hab Okay. Ich das nicht geschafft.
Respekt. Glaube ich aber selten. Hätte ihn ja gern noch geheilt, aber... Ja, genau deswegen. Ja. Mr. Free Skull. Fire Skull, Entschuldigung. Hat sich aber schnell wieder befreit. Warum sind alle Generatoren da in der Mitte? Ja, das frage ich mich auch. Ach, hier ist noch einer. Seid ihr noch im... Ja, seid ihr noch im Spiel. Sind wir. Wir bemühen uns ja zu sterben, aber es klappt irgendwie nicht. Oh. Verdammter Kack-Zombie. Verpiss dich. Oh. Heißen Dreck. Versuchst du ihn zu retten? Okay, nein. Ich weiß noch nicht so genau. Okay, nein, ich glaube eher nicht. Scheiße. Ja, ich versuche zumindest den Generator jetzt fertig zu machen. Ich bemühe mich. Mach, bemühe dich mehr! Versuch's ja. Oh boy. Nemesis muss auf jeden Fall noch genervt werden, glaube ich. Oder denkt ihr einfach nur, dass wir alle zu schlecht für Nemesis sind? Nein, sind nicht zu schlecht. Hallo, Nemesis. Ja, ja, ich hab dich auch lieb. Jaha. Echt? Ich hab ihn nicht lieb. Ich hasse ihn. Du kleines Arsch. Du kleines Arsch. Nein, ich bin in der Falle. Nein! Sorry! Ich bin hier voll am Weglaufen. Ich würde ja gerne helfen. Und sieh zu, dass du ihm entkommst. Ja, dazu müsste ich die Luke finden. Da! Jetzt ernsthaft? Ja. Oh Mann. Ey, du hast doch immer echt ein Glück, was das anbelangt. Ich dachte so, scheiße, ich hab doch was gehört. Und dann war da Gott sei Dank direkt die Luke. Nice. Wie geil. Und meine war Damen und das Herren, denn? Aidaria ist entkommen. Oh ja. Und wenn wir jetzt Glück haben, werden wir die neue Map auch gleich sehen. Hm? Geiler Scheiße. Jo, die Runde hat Fun gemacht. Na ja. So, hoffentlich bringt uns meine Opfergabe wirklich ins Raccoon City Police Department. Das wäre so geil. Wäre auf jeden Fall cool. Das Glück ist immer mit den Dummen. Ja, das passt. Ey. Mieser, ich sah sehr schlau sein. Ah. Ich sah sehr gut reden. Ah. Katzis. Katzis? Ja, Frische hat mir gerade drei Bilder von Salem und Leo geschickt, die beide zusammen auf einer Kiste liegen. Hm? Und die Bilder sind schon wieder so geil geworden. Frische hat seinen Beruf verfehlt. Das war mich daran, ich musste meine Fotokamera, meine gute, mal wieder aufladen. Aufladen? Hm? Ja, meine. Ja, ich meine, der Akku, ne? Ja, ja. Da ist so.
Okay. Oh. Wie heißt denn die Opfergabe für Raccoon City? Das ist die das Raccoon City Police Department Abzeichen. Ah, okay. Der RPD Abzeichen. Cool. Ne, was aber nicht. Passt ja. Passt auf jeden Fall dazu. Ja, ja. So. Hoffen wir mal, dass niemand anderes eine Opfergabe reingeschmissen hat, die ihn an einen gewissen Ort bringen soll. Nee, ich hab für Glück irgendwas. Ich auch. Ja, aber wir haben ja noch mit zwei Leuten zu rechnen. Na, haben wir nicht. Papplapapp, das ist Blödsinn. Hey, wir haben zwei Jills und eine ist blutig. Ich will auch blutig sein. Bloody Jill. Warum ist sie blutig? Warum bin ich nicht blutig? Weil. Willst du unbedingt blutig sein? Ja. Warum? Weil es geil ist. Ach so. Es ist naja, geil, aber ich hatte die Periode wäre nicht so toll. Sorry. Hey. Danke. Gut, sie hat den Periodenwitz nicht gehört. Was für eine Periode? Nee, also weil du sagst, du willst blutig sein, sagte ich so, ich hatte eine Periode, wäre nicht so toll. Ja. Und denk dann an die Pommes. Was? Futter hat mir gerade Essen gebracht, hat die Pommes vergessen. Und wie sollst du jetzt hier das Essen essen, ohne Pommes? Frisches! Dein Service ist unter aller Sau! Ein Stern von 5! Du Loser! Hallo? Geh mal Verlobten nicht voran! Wir kommen auf jeden Fall nach Rock. Dein Verlobter ist doof! Nur manchmal. Und nur ich darf das sagen, ja? So, dieser klassische Witz so. Hey, hör auf, mein Verlobten zu sagen, nur ich das da, darf das. Heiße Gurke! Scheiße Gurke? Heiße Gurke! Ach so, heiße Gurke. Ich hab du heißt eine Gurke? Heiße Gurke. Heiße, heiße Gurke. So, ein heißes Gurkchen. Aufbekannter Herzschlag gibt Auskunft darüber, wenn sich der Killer nähert. Je intensiver ist, desto näher ist der Killer. Wieso lese ich das vor? Ich kenne das schon. Naja, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Also Kinder, was macht man, wenn man den Herzschlag hört? Wegrennen. Genau. Ja, genau. In die andere Richtung, weil der Killer ist ganz böse und möchte euch. Er möchte euch an den Haken hängen. Und das ist ganz böse. Der Killer ist ein echter Doofmann. Er ist ganz blöd. Genau. Ich mach niemals einen Halloween-Stream. Niemals. Wieso? Weil ich mich jetzt schon bei jeder Scheiße erschrecke. Wer so frisch ist, kommt drunter. Sagt was. Und ich fange an zu schreien wie eine Dumme. Aber das ist doch witzig. Nein! Das ist nicht. Ich finde die meisten Horrorsachen. Ja, wir sind in Polizeistation, Digga. Am Anfang sogar. Raccoon Police. Die Waschbärpolizei? Die Waschbärpolizei. Okay, ich weiß, wer das ist. Nein. Wo ist er? Okay, er ist die Treppe hoch. Sehr schön. Ganz schön viel. Oh, Scheiße. Oh, nicht verschlucken. Nee, ich hab gehustet. Oh, der ist hinter mir her, natürlich. Ja. Das war eher ein Frosch im Hals. Natürlich hat. So. So, ist er weg? Ist er weg? Nein! Bisschen wieder reparieren. Irgendwo schlägt er hier noch rum. Ja, hinter mir! Gott sei Dank kenne ich die Map schon. Der blöde Zombie hat mich gedownt. Oh. Danke, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach doch, hier war ich. Hier war ich auch schon. Blöde Zombie, der ist ganz doof. Pöse. Ja, das ist auch. Pöse? Böser Zombie. Pöse, ja. Der ist so spooky. Spoofy. Und. Bitte komm nicht hier runter. So, jetzt muss ich mich erstmal selber heilen hier.
Und ja, der Endstoff ist limitiert, ich weiß das langsam. Ich hab noch gar nichts gesagt. Ich wollte nur dir nur schon mal vorbeugen. Oh, ne, schon wieder ein Zombie. Ich will hier reparieren, du blödes Viech auf zwei Beinen. Ich gehe jetzt nach oben, ihr seid mir alle zu doof hier unten. Ich bin draußen. Scheiße. Es wäre nett, wenn mich hier jemand retten könnte. Warte kurz, stimmt, wo bist du eigentlich? Alter, du bist da unten. Sorry, ich hab dich ganz vergessen. Danke. Ey, ist das unter Freunden, was ist das schon? Lässt er dich gerade da liegen? Ja, der lässt mich gerade hier liegen. Nice. Komme ich da jetzt ran, ohne dass ich sterbe? Gut, der ist immer noch hier, also ich bin mal irgendwo. Wir haben jetzt die Tür erledigt. Warte, ich kann noch mal. Hängt er noch bei dir? Oder? Ja, er verfolgt gerade die andere Jill. Die natürlich ausgerechnet zu mir rennt. Genau. Na super. Kann ich dich jetzt wenigstens retten? Warum rettest du mich, du blöde Kuh? Bist du behindert im Kopf? Oh, jeez, Luis. Sag mal, wie beschränkt kann ein Mensch sein? Man rettet doch niemanden, der direkt hinter einem ist. Gehirnamputation. Ah, ganz dringend bei den Leuten. Bleib vom Leib, du blöder Zombie. Alter. Tschüss, Luis. Die Zombies sind echt nervig. Ich reg mich bei solchen Leuten echt auf. Denken die überhaupt mal so ansatzweise mit? Nein. Ja, ich merk's. So, ich geh jetzt aufs Dach. Da nervt mich niemand. Ich geh aufs Dach. Ja, kommt da bestimmt doch gleich hin. Okay. Aldaria ist wieder voll geheilt und ich habe natürlich genau in dem Moment nicht hingesehen. Oh Gott. Ist er bei dir noch? Mir? Bei mir? Ja, bei einem von euch bei. Ich höre ihn noch, ich höre auf jeden Fall noch einen Herzschlag. Nicht laut, aber. Jetzt ist er auch scheinbar weg. Hallo Zombie. Zombie. Ja, sie jetzt nicht. Reps ist tot. Ist die behindert. Bro, du bist an mir vorbeigerannt. Ja, ich weiß. Oh. Versuch den Weg zu Kaya zu finden. Der nicht gerade einfach zu finden ist. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Er ist auch schon wieder irgendwo hier. Jetzt ist er wieder weg. Ja, ich weiß. Hey, du bist ich kenne den Weg nicht. Egal, reparieren wir jetzt das mal zusammen. Ich meine, kann der Zombie nicht über Sachen steigen. Sonst wären wir jetzt ziemlich. Ich glaube, wir haben eh gleich ein Problem. Arsch. Ja, da ist er. Ja, so. Bye! So. Toilette. Oh, die sogar unter Wasser. Ich komme am schnellsten Weg zu Kaya. Hey, der gleiche. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wieso ist er denn schon wieder hinter mir her? Er mag dich so sehr. Er hat dich ganz dolle lieb. Bleib weg, das schaffst du nicht mehr. Okay. Wir stellen uns mal wieder an hier. Du kleines Arschloch! Wer? Der Killer, wer sonst? Die andere ist doch tot, Gott sei Dank. Du bist tot. Ich bin noch nicht einmal aufgehangen worden, fällt mir da so ein. Ich hätte die Leute retten sollen, verflixt. Oh, alles gut, ich lenke ihn ab. Ich hab meinen Spaß hier. Nemesis. Okay, jetzt habe ich meinen Spaß nicht mehr. Okay, wo ich hab ihn ein bisschen abgelenkt. Sieht das nicht aus? Was? Okay, lässt er dich gerade liegen oder? Nö, der ist hier noch. Nein, jetzt fällt er nicht auf. Jupp. Warte kurz, wenn du jetzt angehängt wirst, bist du ja tot. Ja, gut, er kann Sherlock. ja, bin ich. Na, ich schnitzel. Ich bin der letzte Überlebende und ich weiß, hab keine Ahnung, wo die verflixte Luke ist. Wahrscheinlich oben. Unten habe ich sie nicht gefunden. Und er weiß, wo ich bin. Und bye. Und ich bin tot. Ja. Ja, das ging schnell. Willst du mir nicht irgendwie aufheben? Wieso rennst du weg? Warum? Oder was?
Wieso rennt er weg? Bro, ich sitze hier. Liege. Ich sitze hier. Wieso hängst du mich nicht da oben hin? Egal, häng mich hier unten hin, ist mir ein King. So was von Schnurz. Ich bin sowieso gleich vorbei. Oder willst du, dass ich mich rausbinde? Damit du wenigstens noch ein bisschen Spaß haben kannst. Du willst Spaß, du willst Spaß, du gibst Gas, du gibst Gas. Boy! Das ist aber eine heftige Reichweite, ja. Und die hat er. Also Nemesis ist drin, echt ja. Hart. Zombie! Ah. Schnitzel. Zombie-Schnitzel. Gemacht aus 100% echten Zombies. Wow. Man schmeckt die Infiziertheit. Das Gute ist, dass er die Luca auch noch nicht gefunden hat. Ah, okay, aber jetzt hat er mich gefunden. Leave me alone, please. I'm just a... Wieso wartet er? Bro. Du sollst die Tür aufmachen. Welche Tür? So die Tür. Der Ausgang. Wow, okay. Aber die kann ich gar nicht öffnen. Ah. Kann ich noch nicht öffnen, Bro. Kann ich nicht öffnen. Digga. Dann würde ich die Luke suchen. Ja, das suche ich ja auch. Aber er ist ja die ganze Zeit wieder hinterher. Naja. Das will er ja auch. Weise, ja. Bro, du kannst dich jetzt auch einfach töten. Ja, er spielt mit dir. Oh, wie nett. Er will tust. Nur spielen. Der will doch nur spielen. Entweder will er einfach nur Punkte machen. Dem er mich verfolgt. Ja. Oder es ist ein fairer Killer. Wenn es ist ein fairer Killer. Naja. Bei der Runde, die ich gestern gemacht habe, habe ich die Leute auch entkommen lassen. Oh, wie nett. Erstens, ich hätte sie eh nicht mehr alle gleichzeitig aufhängen können. Und zweitens bin ich kein Camper. Das geschafft. Ist und hoppsala. Oh. Wen ist das alleine rausgeschafft? Immerhin. Das war. Also dafür, dass die Person Stufe 2 ist, war die ganz schön dumm. So. Sehr dumm. Dann würde ich sagen, werde ich mich gleich nochmal ausrüsten und ja. Aber erstmal verabschiede ich mich und ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen, ne? Ja. Machen wir. Und wir spielen nochmal 1-2 Runden. Boah, ich muss. Ciao. War schön, ciao. Ja, ciao. Ja. Nur einmal aufs Klo, nochmal Küche. Dann ja, ich muss selber aufs Klo. Gut, bis gleich. Bis gleich. So. Lass ich einmal kurz an. Und dann.